In den engen und steilen Straßen und Gässchen herrscht im wahrsten Sinne ein buntes Treiben. Das Angebot auf dem Markt ist sehr reichhaltig. Der französische Einwanderer Joseph de la Borda entdeckte im 18. Jahrhundert die Silbermine San Ignacio und wurde dadurch so reich, dass er unter anderem auch die Kirche San Sebastian y Santa Prisca erbauen ließ. Und er soll dies mit den Worten »Gott hat mir gegeben, jetzt gebe ich Gott« getan haben. Die Architekten Diego Duran und Juan Caballero erbauten die Kirche zwischen 1751 und 1759. Die Namensgeberin, die heilige Prisca, war eine Frau aus dem alten Rom, die sich geweigert hatte, ein Opfer auf dem Altar des Apoll darzubringen und deshalb von Kaiser Claudius II. Den Löwen vorgeworfen wurde. Zwar geben die heute noch in Betrieb befindlichen Minen nicht mehr viel an Edelmetall ab, das hier eine Legierung von 950 bis 980 Gramm Silber und 20 bis 50 Gramm Kupfer aufweist, aber dennoch lebt der Ort hauptsächlich von der Silberschmiedekunst. Bei etwa 1200 Kunsthandwerkern in hunderten kleiner Läden kann man den nach indianischen Vorbildern gefertigten Schmuck in immenser Auswahl preiswert kaufen. In der vorspanischen Zeit war Taxco unter dem Namen Tlaxco bekannt, was so viel heißt wie »wo Ball gespielt wird«. Es lag damals etwa 12 Kilometer entfernt in der Nähe der Silber- und Zinnminen. 1522 kamen die Spanier auf der Suche nach den Bodenschätzen und gründeten 1529 diesen Ort. Früh am Morgen geht unser heutiger Ausflug zu den 31 Kilometer entfernten und auf 1100 Meter gelegenen Nationalpark Cacahuamilpa. Hier befindet sich auch eine der größten Tropfsteinhöhlen Mexikos. Seit 1835 wurden die Höhlen, die zum Teil 80 Meter breit und bis zu 75 Metern hoch sind, entdeckt. Bis heute wurden Stollen in einer Länge von 16 Kilometern ins Innere getrieben, ohne dass man an das Ende des Höhlensystems gelangt ist. Man vermutet, dass dieses System mit den etwa 26 Kilometer entfernten Grutas de la Estrella verbunden ist.
Wir hatten eine schöne Tropfsteinhöhle erwartet. Wir haben eine beeindruckende und imposante gesehen. Nur hatte uns niemand gesagt, dass die Führung sich fast über 3 Stunden erstreckt und wir dabei in einem feuchtwarmen Klima etwa 2,5 Kilometer laufen mussten. Wir sind ziemlich fertig und freuen uns, den Rest des Tages am Pool zu verbringen. Die kaum hühnereigroßen mexikanischen Kolibris tummeln sich in unserer unmittelbaren Nähe. Zum Glück bleiben sie gelegentlich in der Luft stehen, um den Nektar aus den Blüten zu saugen, denn sie sind so schnell, dass sie sonst mit bloßem Auge nicht zu erkennen sind. Auf unserer Weiterfahrt zur 420 Kilometer entfernten Stadt Oaxaca im gleichnamigen Bundesstaat durchqueren wir die Gebirge der südlichen Sierra Madre. Hier entdecken wir die berühmten Kakteenwälder. Bis zu 7 Meter hoch und über 500 Jahre alt sind diese Riesen. Etwa 85% der mexikanischen Bevölkerung bekennen sich zum römisch-katholischen Glauben. Kein Wunder also, dass in nahezu jedem Ort eine Kirche oder Kathedrale steht. Insbesondere die Indios sind stark gläubig, obwohl sie sich von ihren Riten und Mythen vieles erhalten haben. Oaxaca zählt zu den schönsten Städten Mexikos. Das historische Zentrum wurde 1987 von der UNESCO zum Weltkulturerbe erklärt. Das gleiche gilt auch für die knapp 9 Kilometer entfernte Ausgrabungsstätte Monte Alban, den Heiligen Berg, von dem man einen atemberaubenden Panoramablick hat.
Die Anfänge Monte Albans gehen bis etwa 300 vor Christus zurück. Die unter den verschiedenen Einflüssen der Azteken, Tolteken und schließlich der Mayas entstandene Anlage liegt auf einem 400 Meter hohen Berg im Tal von Oaxaca. Die Bergkuppe wurde dabei künstlich abgetragen, was, bedenkt man die sehr geringen technischen Mittel der Erbauer, eine enorme Leistung gewesen ist. Dieses Grasgewächs wird von den Mexikanern Feuerkraut genannt. Es fühlt sich so weich an wie Wolle und leuchtet je nach Sonneneinstrahlung feuerrot. Es befinden sich zahlreiche unterirdische Gänge unter den Ruinen, die wahrscheinlich von den Priestern während der Zeremonien dazu genutzt wurden, vor den verblüfften Augen des Volkes mal hier, mal dort aufzutauchen. Während der Ausgrabungen entdeckte man mehrere Gräber, die teilweise aber schon von Grabräubern geplündert worden waren. Das Hauptgrab blieb allerdings verschont und ist im Anthropologischen Museum ausgestellt. In dem zu dieser Anlage gehörenden kleinen Museum ist eines der kleineren Gräber rekonstruiert worden. Auf dem Weg zu unserer nächsten Etappe machen wir Halt in einem kleinen Ort namens Thule. Wir kosten wieder die mexikanische Küche und lauschen den Klängen des Cantina-eigenen Hausmusikers Paco. Dieser mächtigen, 2000 Jahre alten Thule, wie diese Baumart genannt wird, verdankt der Ort seinen Namen.
Unser Zwischenstopp in Tehuantepec, einem Verkehrsknotenpunkt von Straßen- und Eisenbahnlinien, bringt uns bis auf wenige Kilometer an den Pazifik heran. San Cristobal wurde 1528 von Diego de Mazariegos gegründet. Den gleichen Namen trägt auch unser Hotel, ein schönes, im kolonialen Baustil errichtetes einstöckiges Gebäude, das einst das Wohnhaus des Gründers der Stadt war. Die Stadt gehört zum Bundesstaat Chiapas, liegt 2200 Meter hoch und strahlt eine stark indianische Prägung aus. Die 120.000 Einwohner, von denen die meisten vom Stamm der Indigenas kommen, haben sich viel von ihrer Eigenart bewahrt. Sie tragen nicht nur ihre traditionelle Kleidung, sondern gehen in ihren in den Bergwäldern gelegenen Dörfern einer Mischung aus Maya-Kult und christlichem Glauben nach, der auf Westeuropäer recht bizarr wirkt. Wir müssen vorsichtig sein mit unseren Schnappschüssen, denn die Indigenas empfinden Film und Fotografie als einen persönlichen, aggressiven Akt. Naja, nicht alle. Am nächsten Tag sind wir unterwegs zu einem einmalig schönen Naturschauspiel, den mitten in den Regenwäldern von Chiapas gelegenen Wasserfällen von Agua Azul, dem blauen Wasser. Leider ist das Wasser nur nach längeren Trockenzeiten azul, also blau, aber wir sind auf unserer Wanderung entlang der Kaskaden trotzdem sehr beeindruckt von den Wassermassen, die sich in den Rio Huascan hinabstürzen.
Die Vegetation wird dichter, die Straße schmaler und die Serpentinen enger, auf dem Weg zu unserer nächsten Station Palenque. In einer scharfen Rechtskurve verliert unser Fahrer auf abschüssiger und rutschiger Fahrbahn die Kontrolle über das Fahrzeug und gerät auf die Gegenfahrbahn. Wir streifen einen entgegenkommenden LKW und finden uns Sekunden später im Dschungel wieder. Zwei kleinere Bäume fangen den Wagen schließlich auf, denn die Schlucht ist noch etwa 50 Meter tief. Unsere Schutzengel machen zum Glück keinen Urlaub. Wir entsteigen dem Fahrzeug unverletzt, obwohl niemand angeschnallt war. Nur unser Fahrer hat sich das Schienbein stark geprellt und kann auf keinen Fall weiterfahren. Mit Hilfe eines Mexikaners, der auch Unfallzeuge war, kommen wir in unser planmäßiges Hotel in Palenque, nur 25 Kilometer von der Unfallstelle entfernt. Unser Fahrzeug ist nicht mehr fahrbereit und es kann dauern, bis es aus dem Dschungel herausgezogen wird. Unser Fahrer fällt wegen Verletzung aus und unser Reisebegleiter ist für die nächsten Tage damit beschäftigt, vor Ort die Formalitäten zu erledigen und die kosten in Mexiko viel Geld, Geduld und Zeit. Uns ist völlig unklar, wie sich unser weiterer Reiseverlauf gestalten wird. In dieser Nacht schlafen wir trotz reichlich Tequila-Genuss sehr unruhig. Die mitten im Urwald gelegene Ruinenstätte von Palenque bekommen wir nicht zu sehen, denn am nächsten Morgen wartet schon unser Taxi vom Unfallort, das uns zu unserer nächsten Etappe, dem 550 Kilometer entfernten Bacalar, fahren wird. Dort soll dann für uns ein Mietwagen für die Weiterfahrt bereitstehen. Unser mexikanischer Reisebegleiter hat mir letzte Nacht die Strecke der restlichen Tour ausführlich erklärt und so soll ich ab morgen für den Rest unserer Rundreise den Job als Reiseleiter und Fahrer übernehmen. Nun sind wir ganz ohne mexikanische Hilfe. Unsere leichte Nervosität hoffen wir im Hotel Laguna zu